Bundesverkehrsminister Volker Wissing und die Aktivisten der letzten Generation sind zu einem Gespräch zusammengekommen. Im Vorfeld hatten Aktivisten der Gruppe wieder Straßen in Berlin blockiert, um ihrer Forderung nach einem deutlich günstigeren ÖPNV-Ticket und Tempo 100 auf den Autobahnen Nachdruck zu verleihen. Wissing wies dies zurück, sei aber dialogbereit. Er stellt außerdem klar, dass er null Toleranz für die Straftäter habe.